Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich zeige euch heute, wie man kleine herzhafte Kuchen zubereitet. Ihr könnt es auch Party-Mini-Quiche nennen, das ist eigentlich egal. Es ist das gleiche. Tatsache ist jedoch, dass es einfach super lecker schmeckt. Zuerst kümmere ich mich um den Lauch. Der wird in schöne, feine Ringe geschnitten. Und danach wird die Paprika schön fein gewürfelt. Das gleiche passiert mit der Zwiebel. Und wenn das ganze Gemüse geschnibbelt ist, gebe ich etwas Öl in eine Pfanne und erhitze das ganze Gemüse für ca. 5 Minuten. Umrühren nicht vergessen, damit es nicht anbrennt. Und wenn das geschafft ist, gebe ich das ganze Gemüse in eine große Schüssel. Dann schlage ich noch ein Ei auf, Schmand dazugeben. Und jetzt wird gewürzt mit ordentlich Salz und Pfeffer, etwas Paprikapulver und etwas Oregano. Dann umrühren, bevor der Käse dazu kommt. Ich nehme hier etwas geriebenen Emmentaler, dann nochmal alles verrühren und dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Wir brauchen Blätterteig, den stelle ich hier aus. Und die Förmchen werden dann mit etwas Öl ausgepinselt, damit nichts anbrennt. Dann den Teig einlegen und mit der Gemüsefüllung befüllen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Dann noch etwas Käse oben drüber. Und für ca. 20 Minuten goldbraun ausbacken. So ist das Endresultat. Lasst es auf jeden Fall abkühlen und verbrennt euch nicht die Finger, aber dann kann direkt schnabuliert werden. In die Füllung könnt ihr natürlich reintun, was ihr wollt. Ihr könnt vielleicht Schinken reintun, andere Paprikasorten, wie zum Beispiel Spitzpaprika, ihr könnt Champignons reintun. Das passt alles wunderbar dazu. Alternativ könnt ihr den Mini-Kuchen auch in einer Muffinform machen. Das geht auch wunderbar, dann werden die allerdings ein bisschen dicker. Da empfehle ich euch, den Teig ein bisschen, so 5 bis 10 Minuten im Ofen vorzugaren, damit es nicht ganz so labbrig wird. Ihr könnt mir auch in die Kommentare posten, wie euch das Rezept gefallen hat. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.